Nicht weit weg vom Langenbruck in Basel-Land befindet sich ein Ort, der durch seine Einzigartigkeit weit über unsere Landes- und Kulturgrenzen ausstrahlt. Sein besonderes Konzept lockt Gäste aus aller Welt an. Der Ort ist auf 750 Meter Höhe in der Juralandschaft, in der Nähe von Langenbruck. Und wir sind im Kloster Schöntal, im ehemaligen Kloster Schöntal, das zurückgeht auf das Jahr 1145, wo der Graf von Frohburg im Benediktinerorden ein Kloster geschenkt hat. Das war also 1145. Es hat dann eine wechselvolle Geschichte genommen. Es wurde säkularisiert worden, 1525, gewaltsam säkularisiert worden durch die einheimischen Bauern, die vor der Reformation Aufruhr gemacht haben, weil sie immer durch Zehnte haben abliefern im Kloster und dann eine Gelegenheit gesehen haben, sich von dem zu befreien. Und anschließend nach der Säkularisierung hat es eine wechselvolle Geschichte genommen. Es hat das Spital Basel gehört, das Sennhof. Es hat von Roll gehört, der Eisenwerk, wo zum Holzkohle gewinnen. Und es hat dann in einem Privaten gehört, Ende 19. Jahrhundert. Es hat vorher, muss ich noch sagen, auch eine Ziegelbrennerei gegeben in der Kirche. Man muss sich einmal vorstellen, in einer romanischen Kirche hat man eine Ziegelbrennerei betrieben von 1640 bis 1670. Also die Ziegel, die auf unseren Dächern sind, die stammen alle von hier. Völlig authentisch. Sowohl die Stiftung wie der Skulpturenpark und das Kulturprogramm gehen auf die Privatinitiative von ihrem gemeinsamen Gründer, John Schmidt, zurück. Er erzählt, wie das Projekt zustande gekommen ist. Als ich gestartet habe, nachdem ich das Kloster erworben habe, 1987 konnte ich das Kloster kaufen, zusammen mit einem grossen Bauerngut. Also, Kloster Schöntal besitzt 100 Hektar Landwirtschaftsgut, inklusive Wälder. Und eigentlich habe ich nicht so etwas gesucht, sondern etwas Kleines, Lauschiges zum Ferien machen, zum Wochenende machen. Aber es hat so zum Himmel geschaut. Es war so baufällig, das Schöntal, dass in mir wieder ein Unternehmergeist sich geregt hat und ich gefunden habe, aus dem möchte ich etwas machen. Und dann habe ich es zuerst einmal renoviert. Zwei Jahre. Und dann war eine Pause und dann bin ich einem berühmten Künstler begegnet in Irland, dem James Turrell, der Lichtkünstler. Und im Gespräch mit ihm bin ich auf die Idee gekommen, was aus dieser Landschaft im Schöntal machen könnte, die ja fantastische Topografie hat. Also sehr hügelig, es hat kleine Täler, es hat Bäche, es hat Felsen, es hat alles, was es braucht, um künstlich zu interessieren an diesem Ort, also für diesen Ort Skulpturen zu entwickeln. Das ist überhaupt unser Konzept, ist, dass Künstler mit dem Ort vertraut sein müssen, damit sie dann Vorschläge machen können, auch Standorte auswählen. Und am Ende gibt das eben die besondere Identität von diesem Skulpturpark im Kloster Schöntal. Das Kloster Schöntal ist nicht Galerie oder Museum, nicht Ausstellung oder Verkaufsort. Es ist vielmehr ein Platz, wo die Besucher Kunst lebendig erfahren und entdecken können. Wir sind etwas, was es eigentlich sonst nicht gibt. Das ist eben ein Skulpturenpark, der immens viel Land zur Verfügung stellen kann, damit Kunst zur Wirkung kommen kann. Und damit Kunst in einem Dialog zu der Natur stehen kann. Also man muss, und das sieht man hinter mir, die Stiefel, das ist eigentlich sinnbildlich, denkt, dass man an dem Ort, dass er nicht mit Stöckelschuhen kommen sollte, auch nicht mit eleganten Kleidern, sondern man sollte kommen in Wanderausrüstung, damit man bei jedem Wetter die Kunst an dem Ort wandern kann. So erstaunt es nicht, dass im Kloster Schöntal Kunst und Kultur eine ganz spezifische Definition erhalten. Kunst ist etwas darzustellen, wo man vor der Gründung nicht sieht. Also, Kunst macht eigentlich sichtbar. Das ist ja
der Satz, den Picasso schon gesagt hat, Kunst ist nicht sichtbar, sondern sie macht sichtbar. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ist der Kandinsky gewesen oder Picasso, aber einer von beiden. Das ist sehr eine treffende Formulierung eigentlich, dass Kunst sichtbar macht. Und was bei uns stattfindet, und das macht mich eigentlich sehr zufrieden, dass viele Leute besondere Wahrnehmung kriegen für die Natur. Also wenn sie durch den Skulpturenpark gehen, sich einlösen auf Kunst, dann gehen sie aufmerksam weiter und haben unterwegs offene Augen, auch für die Natur. Das ist etwas Tolles und das ist auch etwas, wo viele Leute eigentlich abhanden gekommen ist in letzter Zeit, eben Schätze in der Natur wahrzunehmen. Wie tut der Initiant John Schmidt seinen Skulpturenweg selber beschreiben? Der Skulpturenweg zieht sich eigentlich über Felder, über Wiesen, durch den Wald. Wege und Pfade, sage ich jetzt mal dem. Und an diesen Weg und Pfad stehen eben Kunstwerke an ausgesuchten Orten, die Künstler bestimmt haben und nicht ich. Und der aufmerksame Kunstwanderer, der hat ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, wenn er alles will sehen. Weil wir machen auch ein Versteckspiel mit den Leuten. Es ist nicht so, dass alles vordergründig ist, eben weil wir nicht eine Ausstellung sein wollen. Es gibt zum Beispiel eine ganz fantastische Arbeit von Richard Long in einer Jüre auf einem Hügel, wo man von außen nicht würde meinen, dass da etwas drin ist. Es gibt eine Arbeit in einem ehemaligen Futtersilo, die heisst Eldorado von Steiner und Lenzlinger. Der Silo steht einfach da. Man hat den Eindruck, ja, Silo, was sonst. Aber wenn man sich dem nähert und vor allem, wenn man es weiss, aufgrund des Wegplans, der einem ja anführt, dann sieht man eine Installation da drin von Knochen, Schädel, Knochen von Wildsäuen, die in dieser Gegend geschossen worden sind. Also auch wieder eine ortsspezifische Arbeit. Und nicht Wildsäuen von irgendwoher, sondern eben vom Kanton Basel-Land.